Das war das hier. Und, oh Gott. Nein! Ah, oh, ich hab diesen scheiß kleinen Vogel vergessen. Hallo meine lieben Leute, euer BlueXTumor, wir haben Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Cuphead. Und wir haben fast alles abgeschlossen. Doch ein bisschen was fehlt uns noch, nämlich ein Run-and-Gun-Ding und ein Boss. Und ich denke mal, die finden wir hier oben. Und ja, hier ist auch schon direkt das hier. Hitziger Jahrmarkt. Okay, sprinten und ballern. Let's go. Und ich habe ausgerüstet meine Jägerwaffe und meine, ja, starke Nahkampfwaffe. Und ich hoffe, das bringt mir hier einiges. Mal gucken, vielleicht hier bei dem Run-and-Gun-Ding ist auch dieser Spezialkreis, den man da kriegt, ganz gut. Und den werde ich euch vielleicht zeigen, wer es nicht weiß, was ich meine. Ja, yeah. Okay. Schauen wir erstmal, was hier so abgeht. Tickets, okay. Wir sind hier jetzt auf dem Horror-Jahrmarkt wieder. Okay. Aber ich habe den Drachen geschafft, von daher kann ich doch eigentlich nur noch den Rest auch schaffen. Wow, okay, okay. Das knallt hier ordentlich und die knallen hier einfach so, okay. Okay, oh Gott, ich muss aufpassen. Ich muss aufpassen auf diese Dinger. Aber egal, egal. Oh, den kann ich parrien, oder? Hab ich den gerade geparried? Ich weiß es nicht. Ja, und mit dem Drachen haben tatsächlich viele ihre Probleme. Und ja, bei mir ging es eigentlich ganz gut. Und das war auf jeden Fall ein heftiger Kampf. Und du stirbst mal. Du stirbst mal. So, jetzt nehme ich mal hier diesen Spezialring. Ich weiß immer noch nicht. Eventuell schützt er mich kurz bevor ich getroffen werde von irgendeinem kleinen Scheiß. Das kann sein. Ansonsten weiß ich noch nicht so wirklich, ob ich mit dieser Waffe was anfangen soll. Und ach so, oh, das zählt nicht als richtiger Parry. Okay, schade. Und was ist das hier? Wird da jetzt jemand gleich auf diese Zielscheiben schmeißen und mich in die Tiefe stürzen? Ja, natürlich. Natürlich. Okay, ich muss aufpassen. Oh mein Gott. Okay. Und ja, ich weiß nicht, wie ich das sonst durchkommen soll. Ja, durchballern, ne? Durchballern. Oh Gott. Okay, das war ein Fehler. Oh Gott. Ich muss aufpassen hier. Ich muss aufpassen hier. Oh mein Gott. Okay, zum Glück hatte ich da noch eine zweite Stufe. Aber ich habe trotzdem zwei Leben jetzt unnötig verloren. Das war nicht gut. Und explodiert der Ball? Der Ball geht nicht weg. Okay, egal. Egal, das Geld sammeln wir. Und ich glaube, das war schon die dritte. Und ich kann da drauf nicht springen. Scheiße. Aber okay, das ist nicht so schwierig. Okay, gut. Okay, da bin ich wieder. So, leider mit nur einem Leben, weil ich ein bisschen verarscht wurde. Aber egal, das sollte schon passen. Wo bin ich gerade gestorben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube an so einem Ball. Ja, an so einem Ball. Alles klar. Aber ich habe es ja fast geschafft. Und oh, da ist so ein Ding. Da ist so ein Ding. Und ich nehme... Ja, ich habe eine super Ulti. Die setze ich natürlich auch gleich ein. Jawohl. Perfekt. Und das reicht natürlich noch nicht. Aber der sollte... Ja, schnell sterben. Sehr gut. Sehr gut. Kann ich vorbei? Ich kann vorbei. Alles klar. Und ach, jetzt geht's auch hier nach oben. Ja, das ist ja mal was ganz Neues. Oh, aber ich denke... Nein! Ich wollte jetzt nach unten rechts gucken, ob da noch eine Münze oder so ist. Was? Weil ich glaube, ich hatte erst drei und... Scheiße, Mann! Ey, das ist unfair. Das, wenn ich zu weit nach oben gehen darf. Okay, bis gleich. Vielleicht habe ich dann noch allgemein mehr Leben hier. Okay, da bin ich wieder. Leider wieder nur mit einem Leben. Und hier war nix. Okay. Aber ich habe doch schon vier Münzen eingesammelt. Von daher habe ich, denke ich mal, alles. Okay. Und was bist du denn? Was bist du denn? Kotzt du etwa? Der kotzt mich an. Mit allen möglichen Schleimsorten. Okay. 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 So, aber er stirbt langsam, aber sicher. Perfekt. Perfekt. Und da sind noch mehr von denen. Oh Gott! Okay, okay, okay. Flucht nach vorne. Ich weiß nicht. Mal ist es besser, nach hinten zu flüchten. Mal ist es besser, nach vorne zu flüchten. Und ich glaube, hier ist es besser, wieder nach hinten zu flüchten, wenn es brenzlig wird. Okay, aber das läuft gerade ganz gut. Jawohl, jawohl. Und da ist die letzte Münze auch. Okay, okay. Oh mein Gott, das war gemein. Das war gemein. So, da, den töten wir. Und das ist nicht der letzte. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Kotze von denen kommt. Das habe ich nicht gesehen. Vielleicht kommt die noch von so einem, ja, Zwischengegner, keine Ahnung, zwischen Mini-Boss-Gegner, Run-and-Gun-Ding-Boss. Oh Gott. Okay, alles klar, alles klar. So. Und hier kommen wir eigentlich ganz gut durch.
Der war wieder fies. Also einige sind schon recht gemein. So, komm her. Komm her. Okay. Also langsam habe ich das Gefühl, das kommt nicht von diesen Monstern. Nee, das kommt von irgendeinem Obermonster. Ein Hotdog. Okay. Und das ist keine Kotze, sondern irgendwelche Soße. Aber was ist diese grüne Soße dann? Keine Ahnung. Egal. So, irgendeiner weiß es sicher in den Kommentaren. Dann haben wir Senf und Ketchup. Okay. Okay. So. Sind wir durch? Sind wir durch? Ja, nice. Sehr schön. Sehr schön. Das war eine chillige Run-and-Gun-Stage. Perfekt. Perfekt. Nice. Und dann können wir eigentlich direkt weitermachen und den letzten Boss aufsuchen. Und ich denke, der ist über mir. Und ansonsten habe ich eigentlich alles abgesucht von der Karte. Jawohl. Und sehr gut, alle 5 Geldmünzen. Und dann kann ich mir eigentlich wieder was kaufen. Und ihr habt mir auch in die Kommentare geschrieben, dass man sich alles kaufen kann mit allen Münzen. Perfekt. Dann brauche ich nicht quasi auf mein Geld zu achten. Sehr schön. Sehr schön. Und eine Brücke. Jawohl. Und was bist du denn für eine? Ich krieg dir nicht, es sei denn, ihr nehmt eine Abkürzung. Es haben so ein paar Rabauken letzte Woche gemacht. Nur so konnten sie mir den Attraktionen zuvorkommen. Sagt mal, könntet ihr mir zeigen, wo hier die Abkürzung ist? Ja, ihr habt mir auch geschrieben, dass NPCs Quests haben. Und wenn man die löst, kriegt man auch eine Münze. Und diese Typen, die wollen ja ihre 4. Puppe haben. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon lösen kann oder ob ich da erst die 3. Insel besuchen muss. Aber anscheinend, ja, wahrscheinlich schon. Das denke ich zumindest jetzt. Aber hier ist ein Vogelhaus. Und ja, Zacharias Zwitscher, Flugaction. Werden wir jetzt gegen einen Specht antreten. Oder gegen irgendeinen Vogel. Ja, auf jeden Fall gegen einen Vogel. Frage ist nur, welchen Vogel. Aber ich kenne mich nicht aus mit Vögeln. Oh Gott. Okay. Sehr gut. Und ja, ist das ein Specht? Autsch. Okay, diesen Treffer, den akzeptiere ich nicht. Why? Für den Anfang ist es eigentlich egal. So, und eigentlich... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ja hier meine Bomben. Als Sekundärwaffe. Autsch. Okay. Okay. Die Eier kommen von hinten. Aber ich kann mich immer klein machen. Ich kann mich immer klein machen. Alles klar. So, ich muss hier wieder ein bisschen lernen und der schießt schnell. Mir gehört der Himmel, ich bin der Herrscher der Schlüfte. Okay. Und sie hat anscheinend 5 Phasen. Alles klar, alles klar. Aber das kriegen wir hin. So, erstmal, wir müssen auf jede Phase einfach klarkommen. Jawohl. So, ich überlege mir auch hier zum Ausprobieren, ein 4. Herz immer zu nehmen. Ja, gerade in den Flugstages kann ich mir durchaus vorstellen, dass das Sinn macht. Autsch, auch wenn wir dann weniger Schaden machen. Und, oh, da können wir parieren. Sehr gut. Sehr gut, autsch. So, knallen wir ihm mal ein paar Raketen rein und... Aua, die Eier, die fliegen ja heftig. Die fliegen ja richtig heftig, die Eier. Okay. Okay. So, jetzt weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich jetzt stehen soll. Nein! Okay, dieser Vogel ist ein bisschen gestört. Dieser Vogel ist definitiv gestört. Okay. So, auf jeden Fall müssen wir das Gesicht immer treffen. Okay. Jetzt konzentriere ich mich mal auf seine Attacken. Ich glaube, auf diese Fingerrakete komme ich ganz gut klar. Die Eier gehen immer so auf. Okay. Gut. Autsch. Shit, den wollte ich eigentlich parieren. Egal, passt schon. Okay, ja jetzt. Wenn ich mich auf die Attacken konzentriere und nicht so aufs Zielen, dann läuft das schon mal... besser. Sehr gut. Dann überlebe ich schon mal länger. Und je öfter ich hier hinspiele, desto einfacher wird es auch, auf beides gleichzeitig einzugehen. Sehr schön. Sehr schön. Autsch. Und, oh mein Gott. Aber, okay. Ist das die 2. Phase jetzt? Oder die 3? Keine Ahnung. Okay, okay. Okay, Federvieh. Okay, das ist chillig. Das ist ja nicht chillig bisher. Okay. Okay, da verschwende ich nicht meine Rakete. Nee, da verschwende ich nicht meine Rakete. Okay, 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 das passt. Das ist eine einfache Phase. Okay, aber das sollte man nie in diesem Spiel sagen. Und was bist du jetzt? Was bist du jetzt? So, ich nutze mal meine Rakete. Bam! Und, oh mein Gott. Okay, okay, okay. Okay, okay. So. Aber die Phase ist noch nicht direkt geschafft. Und was jetzt? Was jetzt? Okay, okay.
Da muss man ja schön aufpassen. Und nach hinten zählen kann ich leider nicht. Das funktioniert leider nicht. Und wie viel Leben hat der denn? Oh mein Gott. Aber ich glaube, ich habe eine Phase übersprungen jetzt trotzdem mit meiner Rakete. Weil ich kann ihm ja kaum Schaden machen hier. Eventuell mit den Bomben. Ja, die machen noch ein bisschen mehr Schaden, die Bomben, wenn sie treffen. Ja, oh Gott, das war eventuell ein Fehler. Ah, ich habe Glück gehabt, ich habe Glück gehabt. Okay, sehr gut. Sehr gut. Und was kommt jetzt? Okay, bist du krank? Oder jetzt knall ich in diese Bomben rein. Autsch! Ja, das war unfair. Das war unfair, aber ich bin in der letzten Phase. Sehr gut. Sehr gut. Okay, dann muss ich auf die kleinen Vögel aufpassen. Gut, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder bei dieser Phase. Und ich spare mir jetzt mal meine Ulti auf. Im Idealfall. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber ich denke schon. Autsch! Oder ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Oh Gott. Ja? Ja? Das ist gemein. Das ist gemein. Okay. Okay. Na, ich glaube, ich setze da meine Rakete schon ein. Okay. So, hier knall ich jetzt meine Rakete ein. Um diese Phase mehr oder weniger so ein bisschen zu skippen. Okay. Weil die scheinen mir doch sehr schwierig zu sein. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, was die letzte Phase war. Oh Gott! Das weiß ich gar nicht mehr. Aber ich werde es gleich herausfinden, denke ich. Das kann doch nicht so lange dauern hier. Okay, okay. Oh mein Gott. Ah, scheiße, 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 scheiße. Oh mein Gott, ich bin zu nah drin. Okay, okay, passt, alles gut. Und ich habe wieder nur ein Leben. Ich habe wieder nur ein Leben. Das ist nicht gut. Okay, Runden durch. Jawohl. Und ich weiß nicht. Ich greife ihn gerade kaum an. Ah, da ist er. Da ist er down. Okay, jetzt habe ich aber keine Rakete mehr. Und ach ja, das war das hier. Das war das hier. Und, oh Gott. Nein! Ah, oh, ich habe diesen scheiß kleinen Vogel vergessen. Okay, ja. Ich muss hier, ich muss hier mit mindestens zwei Leben sein. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, leider wieder nur ein Leben. Und diesmal passe ich auf diesen blöden Vogel auf. Und diesmal knall ich die kleinen Supers raus. Mit den Bomben. Okay. Jetzt weiß ich nicht, wen ich treffen soll. Aber ich weiß nicht, ich denke mal, wenn ich die blauen Vögel töte, dann passt das auch. Okay, okay. Ah! Scheiße. Scheiße, okay. Hat das gepasst? Ja, wieder natürlich ganz kurz vor Ende. Ah, okay, okay. Ich kann, denke ich, mal alles angreifen dort. Okay. Okay, Leute. Beste Voraussetzung. Ich habe alle Leben und eine Bomben-Ulti. Oh yeah. Und die setze ich jetzt auch ein. Und bumm. In den Bauch. Ich hoffe, das hat gezählt. Aber das sollte zählen. Das sollte zählen. Und meine Güte, ist das gemein, wenn die da vorne sind. Okay. Ich brauche definitiv die Bomben. Brauche die definitiv. So, wehe, diese Ulti hat nicht gezählt. Schuh, komm her. Sehr gut, Knockouts. Ja, okay, perfekt. Perfekt und ach. Jetzt wird er gepfeffert und gesalzen. Der arme Vogel. Ein bisschen leid tut er mir das schon. Aber okay, so ist das Leben. Und ich kenne mich jetzt auch ein bisschen besser mit Vögeln aus. Sehr schön. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir haben die Insel eigentlich abgeschlossen, ne? Jawohl. Doch ich schaue trotzdem noch mal einmal so ein bisschen rundherum und sollte ich noch irgendwas finden, dann melde ich mich noch mal kurz. Aha, 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 aha. Ist das diese Abkürzung? Das ist eine Abkürzung, oder? Oder? Hallo, ich habe eine Abkürzung gefunden. Danke, Leute. Ich wusste doch, dass es einen schnelleren Weg über die Insel gibt. Jetzt werde ich wieder als Erster in der Schlange stehen. Hier, nehmt diese Münze als kleines Dankeschön. Okay. Ich dachte jetzt, ich krieg nochmal ein Volk freigeschaltet. Aber auf der ersten Insel war das ja auch so, dass man da ein Erfolg bekommen hat. Alles klar. Aber wirklich schneller ist dieser Weg jetzt nicht, ne? Aber okay, gut. Wen's interessiert, ich bin inzwischen 115 Mal gestorben. So, ich kaufe mir hier noch ein bisschen was. Nämlich einmal den Kreisel hier. Das ist wohl eine neue Waffe. Und ich kaufe mir den Lupfer oder den Kaffee. Weiß ich nicht. Ich kaufe mal den Kaffee. Ich habe ja das Geld. Und
Und deine erste Parade ist gleichzeitig auch ein Axtangriff. Okay, keine Ahnung. Kaufen wir uns den Lupfer noch. Okay, so. Und dann schauen wir, dass ich da beim nächsten Mal das vielleicht auch einsetze direkt. Vor allem auch diese Flächenwaffe. Ja, da hat der ein oder andere schon positiv über diese Waffe geredet. Aber ich denke, das ist immer so einzelfallabhängig. Und je nachdem, was man eben bevorzugt, ne? Ja, genau, das sind hier diese Waffen. Okay, schauen wir mal. Und ich würde sagen, ja, das ist hier, okay. Super Anzeige fühlt sich zum Selbst. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich glaube nicht. Aber egal, ich würde sagen, ich habe die ganze Insel abgecheckt. Ich habe jetzt nichts mehr gesehen. Falls es noch irgendwas geben sollte, könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten ist der Part jetzt beendet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Danke für Daumen hoch. Danke für euren Support. Danke für eure Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Euer Blüxtu und ciao.